Ja! Ja, habe die Ehre, grüß euch Burschenmädels. Wir sind im schönen Leogang. Ich zeige euch ein paar meiner neuen Gadgets, eine Fotosession machen wir auch und natürlich schreiben wir den Bikepark. Also bleibt dran! So, ich habe jetzt noch ein paar lustige Sachen dabei. Das werdet ihr, entweder habt ihr das schon gesehen oder ihr werdet es sehen. Und zwar hat mir die Firma Insta360 die Minikamera da geschickt. Ich habe das Teil mal ein bisschen ausprobiert. Ein paar Aufnahmen habe ich eh schon auf Instagram und auf TikTok verschickt. Und der Clou ist, das Ding ist halt echt mini. Und ich mache das momentan in den Chesty rein. Das heißt, das Ding da nimmt dann so ein 180-Grad-Bild auf, kann ich später zuschneiden. Qualität ist 1040p und tontechnisch habe ich da eh noch ein bisschen nachgeholfen, seht ihr, weil sonst ist der Wind so ein bisschen, ja, ziemlich prominent und das ist doch ein bisschen störend. Super für Social Media, ehrlich gesagt. Für YouTube-Videos ist so, ja, ein bisschen recht aufwendig. Da ist die GoPro ein bisschen einfacher zu handhaben, weil man das Material nicht nachbearbeiten muss. Aber an sich, geiles Teil, macht super Bock. Und das Tolle ist irgendwie, in jedem Case, wo es halt drin ist, geht das dann so, das schnappt magnetisch ein und ist fest. Richtig geil. Das macht schon Bock. Zum Laden tut man es wieder in das Case, macht zu und Hosentasche, tipptopp. Das kann man da auch noch übrigens aufstellen. Richtig geil. Danke an Insta360, die mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben. Ein Link zu der Kamera ist in der Beschreibung. Im Vergleich zeige ich euch mal die Hero 9 und die Insta360 Go auf der Hangman 1. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr besser findet, auch vom Ton her. Geht der noch? Das ist bei dem Drop. Ich muss ein bisschen langsamer fahren. So. Schauen wir mal. Das ist heute meine erste Fahrt. Und vor allem auch eine, ja, der wenigen ersten Fahrten mit dem Rad. Bin ich mir nicht so total mit eingespielt mit dem Track Session 9 von 2022. Oh, war nicht so cool. So, nicht gebaut. Servus. Schau, ich hier. Ich bin mir ein bisschen zu hart. So, zu weit. Ein bisschen langsamer. Jo. Weiter geht's mit dem nächsten Tag. Ich schaue mir den neuen Einstieg von der GoPro Hotshots an. Da werden wir nämlich jetzt gleich eine Fotosession machen. Weiter geht's. So, neuer Einstieg von der GoPro Hotshots. Wo schießt mit dir hin?
zu langsam. Oh. Ja, Fakt ist, ich muss mich noch ein bisschen einspringen, aber das erspare ich euch mal lieber. Airtime gesammelt. Also bei dem Stück muss ich jetzt sagen, bin ich so faul. Da fahre ich gerne im Sitzen zum Kraftsparen gerade. Weil irgendwie, ja, was auch nicht, das ist irgendwie nicht so der Knaller für mich. Also vor allem momentan habe ich das Problem, dass das mit der Handkraft nicht so das Optimum momentan ist mit dieser ganzen Pause, die ich gehabt habe. Deswegen muss ich mir das echt ziemlich einteilen. Aber ja, kleiner Endo. So, jetzt stehe ich wieder hier oben. Der letzte Drop-In vom Downhill. Und vor dem Tiefsprung habe ich immer ziemlich Respekt. Deswegen lassen wir da mal so ein bisschen Zeit. Weiß nicht, wie es euch da geht. Springt ihr denn komplett? Oder sagt sie ja, nee, den lasse ich sowieso komplett aus, weil der scary ist. Ich meine, man fährt auf eine Wand zu, hat man keine Ahnung, wo man hinfliegt. Mit 60, 70 Sachen. Würde mich interessieren, weil so viel sehe ich heute ehrlich gesagt nicht, den springen. Gut, und ich brauche immer so ein paar Anläufe, keine Ahnung. 3, 4, da ich sage, okay, jetzt weiß ich, wie er geht, jetzt nehme ich ihn. Weil an sich ist er ja schon geil. Tast mir dann immer so ein bisschen ran. Jetzt gerade Versuch Nummer 2. Ich habe jetzt beim ersten Versuch ein bisschen angebremst, bin so leicht mit dem Heck oben auf die Kante. Wenn ich jetzt nicht so krass anbremse, so ein bisschen drüber flowe, wegscrubben, dann müsste es eigentlich gehen. So, ab geht's, langsam in die Kante. Das ist eigentlich am verrücktesten, das Ding da. Bremswellen auslassen. Wind haben wir gefahren und langsam drüber. Ja. Ah, der nächste funktioniert. Was ich mir jetzt selber noch gekauft habe, das ist das lustige Teil, das ist diese Pumpe da. Das ist so eine chinesische Marke Xiaomi, gibt es glaube ich irgendwie beim Aldi, habe ich mir für 30 Euro beim Otto bestellt. Macht eigentlich super Spaß, weil man stellt da den Druck einfach ein oder wählt dann vor, da haben wir 2,4 Bar. Oder 1,9 gibt dann auf OK und dann geht's los. Also ist ja lustig. Okay. Ja, servus. Hi. Ein riesen Truppen heute, oder wie? Ja. Servus, bin der Tom. Tobias. Der Tobias. Andi. Daniel. Hi, servus. Und, dort sind heute alle Fotos machen dann. Ja. Tipptopp. Was habt ihr auf dem Plan? Das erste Mal Wortschatz. Geil. Springen oder wie? Ja, genau. Oh, geil. Jo, dann schauen wir mal. Huah. Wiup. Schockfeed. Juhu. So gut. Oh leck. Und? Sieht gut aus. Hört er gerade früher? Subi. Ich bin auch so flach reingekommen, aber. Ah, okay. Hat sich schlimmer angefühlt, wie es jetzt ausschaut, muss ich sagen. Okay. Ja, cool. Wenn's dir taugt. Ja, mir taugt schon. Haut hin. Schau bis. Den Typen heißt.
Oh, ja! Ja. Geil, den hat er nicht können sehen. Oida! Fupsi, Fupsi! Ja! Wenn ihr wissen wollt, wie groß solche Sprünge hier sind, dann bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal. Nächste Woche gibt es die Auflösung, die größten Sender im Bikepark Leogang. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Servus. Dann mach's gut und wir sehen uns. Ciao.